Ich begrüße euch zur Pokémon Sonne und Mond Spezialdemo, die ab heute, Dienstag, den 18. Oktober, für jeden frei zugänglich und kostenlos herunterladbar ist. Aber das ist euch bestimmt nicht entgangen bei einem Blick in die Abo-Box, also was ist da los? Wirklich, jeder macht das und was nicht alles passiert ist. Manche brechen Embargos, andere nehmen quasi ihren 3DS auseinander, um in den australischen eShop zu kommen. Einige andere laden Punkt 4 Uhr nachts hoch, ab der ersten Sekunde, wo es erlaubt ist. Also, ja, solange es im Rahmen ist, natürlich alles in Ordnung. Aber ich frage mich halt, wo soll das noch hinführen? Das ist eine Demo zu einem neuen Pokémon-Spiel. Was machen wir dann zu NX-Zeiten und so? Heieiei, da merkt man aber auch, wie ausgehungert die Nintendo-YouTuber sind und stürzen sich direkt auf dieses Spiel. Ich habe mir da echt überlegt, soll ich jetzt auch noch, aber ich denke, ich habe auch meine Community, manche wollen es vielleicht bei mir sehen. Und der Spaß im Let's Play ist für mich einfach der Hauptgrund und das reicht mir eigentlich schon. auch wenn ihr es schon 10-mal gesehen habt, für mich ist es blind, ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Auch die ganzen Trailer der letzten Wochen und Monate, am Anfang habe ich mir noch alles reingezogen, aber irgendwann sind mir diese Häppchen dann doch, ich will fast sagen, zu blöd geworden. Ich habe zwar immer was mitbekommen, aber ich informiere mich jetzt nicht mehr über jeden Pixel und freue mich auf den Release am 23. November. Okay, ja, Deutsch, Spiel starten, gucken wir mal. Auch zu Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir gab es eine Demo, die ich damals 2014 vor ziemlich genau 2 Jahren mit euch gezockt habe. Damals waren es 3 Parts. So, die Rahmenbedingungen sind klar. Wir befinden uns auf der Alola-Region. Hawaii-technisch. Urlaubstechnisch. Wobei ich nicht weiß, ob das wirklich wie eine vollkommene Region sein wird. Das Spiel? Über die Qualität des Spiels hat noch nichts auszusagen, aber ich weiß nicht. Es fühlt sich ja dann fast eher wie ein Spin-off an, wenn es halt nur ein Urlaubsinselchen ist, oder? Es gibt auch keine Arenen und so. Lieber Neosan LPM, wenn du diesen Brief liest, solltest du bereits in der Alola-Region angekommen sein. Und? Ist mit dem Umzug alles glatt gelaufen? Wie geht es dem Quajutsu, das ich dir geschenkt habe? Alter, wer verschenkt denn sein Quajutsu? Es liebt heißes Wetter und in Alola geht es heiß her. Und das schreit nach heißen Kämpfen. Okay, alles heiß. Der Brief wurde nicht unterschrieben. Auch auf dem Umschlag ist kein Name zu finden. Ein Quajutsu? San, es wird Zeit zum Rathaus zu gehen. Wir müssen uns dort noch anmelden. Im Rathaus? Ja. Verstehe. Nach dem Umzug ist ja ganz klar, aber hier heißt es, irgendwie anders. Hauloli City? Nee, Hauholi City. Corazon. Machomai. Auf jeden Fall wurde sich sehr viel Mühe gegeben. Das merke ich schon, dass es alles sehr lebendig rüberkommt. Und das in der Demo! Wow. Nee, ich bin schon sehr gespannt auf das Game. Mein nächstes Pokémon Let's Play nach Pokémon Schwarz 2. Neosan LPM, wusstest du, dass Alola nicht nur der Name dieser Region ist, sondern auch ein Gruß? Alola, wir sind hier, um uns anzumelden. Alola, Sie müssen unsere neuen Mitbürger aus der Kanto-Region sein. Der Papierkram dauert leider ein bisschen. Ich hoffe, Sie haben etwas Geduld mitgebracht. Keine Sorge, das haben wir. Vielen Dank schon mal für Ihre Mühen. Aus der Kanto-Region? Okay. Ihr werdet mir aufgefallen. Wobei man nicht weiß, in was für eine Zeit spannender spielt, ne? Ob es nochmal später spielt, weil viele Editionen spielen ja parallel und viele 2-3 Jahre später. Gut Ding will Weile haben. Jetzt heißt es wohl warten. Abwarten, du Klappspaten! Euch Kandidaten kann man knicken wie Pappkarten. Wie läuft er denn? Dein Rückgrat, also ich meine, man soll ja auch nicht gebückt gehen, aber ein bisschen. Na egal, man wird sich dran gewöhnen. Ja, auch XY haben mir schon sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. In Alola herrscht so eine Hitze, dass man Lust bekommt, sich mit Wasserattacken abzukühlen. Wäre nichts für mich, ich mag keine Hitze. Im Ernst. Viele freuen sich immer auf den Sommer und ich denke mir so, nein. Willkommen in Alola. Ich hoffe, du wirst hier viele schöne und überraschende Entdeckungen machen. Also, das ist das Rathaus. Aber es wurden viele Traditionen gebrochen, schon allein der Pokémon-Anime. Ash Ketchum drückt die Schulbank. Und ich denke mir nur so, warum? Naja, weil es eigentlich nur ein paar Inseln sind. Mai, mai. Gucken wir mal. In die Türen kann ich nicht rein.
du bist noch da. In Alola gibt es so viel Sehenswertes. Vergeude also nicht deine Zeit hier drin, sondern lass draußen deine Blicke schweifen. Du wirst aus dem Sturm gar nicht mehr rauskommen, sag ich dir. Wenn er das sagt, oh, wer bist du denn? Ah, dieser Rivale, ne? Hey du, bist du Neosan LPM? Ja, und wer bist du? Ha, super, ich bin Tali. Zum Glück bin ich dem Rat von meinem Opi gefolgt, im Rathaus vorbeizuschauen. Das ist die perfekte Gelegenheit, um dich kennenzulernen. Die Mucke. Hallo Tali, das war doch dein Name, oder? Ich hoffe, du und Neosan LPM werdet gute Freunde. Ja, ich bin Tali. Und du bist sicher Sans Mutter. Freut mich, dich kennenzulernen. Ebenso. Alola! Ja, schön. Alles sehr harmonisch. Ich hab da eine Idee. Bevor euch hier total langweilt, könntet ihr doch zusammen die Stadt erkunden. Oh ja, das klingt toll. Komm mit, Neosan LPM. Ich würde dich gern ein bisschen rum. Darf ich, Mama? Viel Spaß, ihr zwei. Er hat sich jetzt selbst vorgeschlagen. Die will uns eigentlich loswerden. Mehr oder weniger. Okay, dann machen wir das. Rennen geht natürlich auch auf den B-Knopf. Die Turbo-Treter braucht man nicht mehr zwingend. Wer weiß, ob es im finalen Spiel... Jo, du bist wohl nicht von hier, was? Bist mir jedenfalls noch nicht über den Weg gelaufen. Nee, ich komme aus Saffronia City. Oh nein. Wenn du von woanders herkommst, hast du vielleicht ein paar seltene Pokémon dabei. Oh nein, die sind von Team Skull. Das ist ein ganz übler Haufen. Verdammt. Das ist ein ganz übler Haufen, der den Leuten ihre Pokémon stiehlt. Übler Haufen, ey, komm mal runter, Kleiner. Wir sind bloß eine coole Gang, die sich möchte für die Pokémon anderer Leute interessiert. Mein Bro will sagen, seid keine Dickschädel und lasst eure Pokémon rüberwachsen. Kapiert? Nie im Überleben. Nie im Leben überlassen wir uns eure Pokémon. Sie sind doch unsere Freunde. Echt jetzt, nur dann, wer nicht hören will, muss fühlen. Neosan LPM, du hast auch ein Pokémon dabei, ja? Lass uns die Sache mit dem Pokémon-Kampf regeln. Ihr kriegt hier fett eins auf Fressbrett. So, wie genau schaut das denn aus? So ganz... Team Skull! Tja, mit vielen Traditionen wird gebrochen, aber eine böse Verbrecherorganisation, die braucht es immer. Team Skull Rüpel fordert dich heraus. Er setzt Mangunio ein. Ah ja, Donald Trump. Ist ja so ein Internet-Meme gewesen und vor allem YouTube-technisch sehr bekannt. Ich habe ein Quajutsu, warum auch immer, das passt irgendwie nicht so hundertprozentig jetzt. Für die siebte Gen, Level 36, ja frisch entwickelt würde ich sagen. Ist ja eine schöne Sache. Beutel so gut wie leer. Wasserschurigen, Aeroas, Doppelteam, Nachthieb. Ja, dann mach Wasserschurigen. Ich denke mal, dass Mangunio Typ normal ist. So das typische Radfratz, Visor, Zickzacks. Und was es da nicht alles gab. Oh, tschüss, Mann. Das ist quasi so ein Zweifachangriff. Oder schon noch öfter. Was, schon vorbei oder was? Neosan LPM gewinnt 800 Poké-Dollar. No way! Mir will einfach nicht ein Schädel, warum dieses Berg so krass stark ist. Wenn mein Bro und ich euch zu zweit nicht packen, sollten wir lieber einen Abgang machen. Aber zieht euch warm an, wir werden unserer Sis nämlich alles über euch erzählen. Ey, die haben voll den krassen Slang. Das macht's wenigstens ein bisschen interessanter. Solange die Pokémon an unserer Seite sind, müssen wir vor niemandem Angst haben. Dein Pokémon ist ein Quajutsu, stimmt's? Ist ja so cool. Ich zeig dir jetzt das Pokémon Center, folgt mir einfach. Meine Pokémon brauchen nämlich eine kleine Verschnaufpause. Ich weiß nicht, so friedlich ist es dann doch nicht hier, wenn man, naja, wenn man nur so ein Level 2 Raupi dabei hat, dann geht das hier nicht schön aus. Okay, Mihau Holy City? Die Gegend ein bisschen erkunden hier. Ist mein Corazon nicht einfach zuckersüß? Es kann seinen Korallennamen abfeuern. Korallenarme, nicht Name. Ich feuer meinen Namen ab. Hey, Neosan! Das Pokémon Center ist hier drüben. Falls sich manche wundern, das war mein alter Kanalname. Von 2011 bis 13, 14. Wie steht's? Ja, da stand, wie geht's. Das mit den Kamera
Fahrten ist interessant, auf jeden Fall. Schwester Joy, heilen Sie meine Pokémon! Wenn du die Angestellte am Hauptschalter ansprichst, heilt sie dein Team. Du kannst aber auch mit Tränken heilen, wenn dir das lieber ist. Hier, Neosan LPM, diesen Supertrank kannst du haben. Quasi ein Willkommensgeschenk von mir. Willst du einen Supertrank? Ja, hier wird geklotzt und nicht gekleckert mit kleinen Tränken. Was könnte ich dir wohl als nächstes zeigen? Schön. Hallo. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Sollen wir den Pokémon wieder fit machen? Ja, mach das mal. Könnt ihr das denn überhaupt? Schön. Wunderschön. Vielen Dank für deine Geduld. Dein Pokémon ist wieder topfit. Bitte beehre uns bald wieder. Flag. Mann. Du bist cool. Im Pokémon Center kann jeder kostenlos seine Pokémon heilen lassen. Das ist richtig. Und hier ist ein Supermarkt nebenan. Schön. Sorry, aber bis zur nächsten Warenlieferung bleibt der Pokémon-Supermarkt geschlossen. Dann schließ ihn doch und geh weg. Wer Pokémon hat, kommt herum in der Welt. Und wer starke Pokémon hat, kommt hoch hinaus. Wenn du das sagst, und was ist hier? Ein Café? Was könnte ich dir wohl als nächstes zeigen? Hallo. Ich bin die Vertretung des alten Mannes, der normalerweise den Kaffeebereich betreibt. Ist gerade auf der Suche nach den perfekten Zutaten für seine Erfrischungsgetränke. In ungefähr einem Monat sollte er aber wieder zurück sein. Auf der Suche nach Zutaten. Alter Schwede. Sind wir hier ein paar Jahrhunderte zurück, oder was? Wie bei den Galliern, wo er hier die Zutaten für den Zaubertrank noch suchen muss. Hey, Tali, wen hast du denn da im Schlepptau? Oh, hallo, Professor Kui Kui. Kukui. Darf ich vorstellen? Das ist Neosan, unser neuer Nachbar aus der Kanto-Region. Er ist über den Ozean nach Alola gekommen. Wie soll ich den Professor? Ja. Wow, was du nicht sagst! Das ist kein Professor für mich. Das ist noch nicht mal ein Enkel vom Professor für mich. Das ist ein Sunny-Boy. Schön, dich kennenzulernen, Sun. Mein Name ist Kukui. Professor Koikois Forschungsgebiet sind Pokémon-Attacken. Genau, ich führe lauter spannende Experimente durch. Ich lasse mich zum Beispiel selbst von Attacken treffen, um ihre Stärke zu messen. So eine Guillotine? Moment mal, ich habe da eine Idee, Professor. Du musst unbedingt Sand trainieren, damit er ganz schnell stark wird. Wie kommst du denn plötzlich auf die Idee, Tali? Wir hatten vorhin Ärger mit Team Skull. Das war ganz schön gefährlich. Verstehe. Ihr wollt also auf alles vorbereitet sein, falls Team Skull mal wieder Ärger macht. Na gut, ich hätte einen Vorschlag. Wieso versucht ihr euch nicht an der Prüfung? Das ist eine gute Methode, stärker zu werden. Was haltet ihr von der Idee? Was für eine Prüfung? Es ist ein alter Brauch in Alola, Prüfungen zu absolvieren. Sie stellen eine Art Training für Trainer dar und sollen dazu dienen, die Verbindung von Jungen und Mädchen deines Alters zu ihren Pokémon zu stärken. Gut, bereite dich jetzt erstmal gründlich vor. Wenn du fertig bist, dann komm bitte zur Prüfungsstätte am Tenkarat-Hügel. Der hat dann 10 Karat, ja. Der ältere daher, da hinten, wird dir den Weg zum Tenkarat-Hügel zeigen. Du und dein Quachuzu, ihr schafft das schon, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Viel Glück, Neosan. Wenn du fertig bist, führe ich dich weiter rum. Auf jeden Fall sehr interessant. Na dann, Lucky Lucky. Sag mal, willst du zum Tenkarat-Hügel? Jo, denk schon. Gut, dann bring ich dich gleich mal dorthin. Das sind wir auch schon. Also, möchtest du zurück? Nee, alles guti. Sag mal einfach Bescheid, wenn du zurückkehren willst. Ich dachte, du hast einen größeren Sinn und Zweck, aber okay. Wer bist du? Der Professor. War mir nicht sicher. Wie du sicher weißt, können im hohen Gras wilde Pokémon lauern, aber du hast ja Quachuzu an deiner Seite. Du kannst also gegen wilde Pokémon kämpfen. Willst du ihnen aber lieber aus dem Weg gehen, dann meide möglichst das hohe Gras. Ich warte dann im Inneren des Tenkarat-Hügel auf dich. Interessante Gegend. Ich weiß halt nicht, ob es das auch in der Vollversion gibt. Denke aber schon. Das ist wirklich der Anfang des Spiels? Das war in der Oras-Demo halt nicht so. Da braucht man einen Zertrümmerer. Ist wenigstens mal ein zertrümmerer Felsen. Ja, also das sieht ein bisschen realistisch aus. Und sofort das erste Pokémon. Das wilde ist
Pepek. Der erste Vogel des ersten Teaser-Trailers. Ja, Quajutsu. Ich komme nicht klar, aber ich habe mitbekommen, dass Quajutsu, vor allen Dingen in Japan, das beliebteste Pokémon überhaupt ist. Und ich denke mir so, warum? Warum? Aber ist okay, nehme ich zur Kenntnis, ist in Ordnung. Auch der Amiibo. Quajutsu Amiibo hat sich am besten verkauft, ne, oder? Jedenfalls ist Quajutsu da sehr, sehr, sehr beliebt. Hätte ich anfangs wirklich nicht gedacht. Als ich Froxys letzte Entwicklung gesehen habe, dachte ich auch so, was ist das für ein Vieh? Aber er hat sich bewährt. In Professor Kokois Prüfungsstätte erwarten dich Pokémon vom Typ Drache. Aber eigentlich erwarten sie dich gar nicht. Du musst nämlich erst nach ihnen suchen, da sie sich dort versteckt halten. Bitte. Ganz viele Zertrümmererfelsen. Hier ist auch nichts, irgendwie. Vielleicht bekomme ich noch den Zertrümmerer, das ist gut möglich hier. Mhm. Ja, für 3DS-Verhältnisse sieht es mal wieder ganz schnieke aus. Definitiv. Wenn sich die Blicke von zwei Trainern treffen, fliegen schon bald die Fetzen. Wie von diesem zum Beispiel. Auch das finde ich gut, dass sie nicht mehr so stumm dastehen und einfach irgendwie... Ja, dastehen, sondern einfach, keine Ahnung, irgendwas machen. Einer liest vielleicht in seinem Buch, der andere zockt. Und der hier wirft halt seinen Pokéball erwartungsfreudig. Das ist schön gemacht. Hey du, du hast so ein Pokémon dabei, oder? Dann lass uns kämpfen. Ha, wenn du wüsstest. Mein Quajutsu. Yeah. Knieabs Mitch fordert dich heraus. Hallo Mitch. Deine Mutter war eine... Was? Nein, nein, ich sag's nicht. So, oh, neues knuffiges Hündchen. Ja, das süße Pokémon für die Quote braucht man nicht. Würde mich nicht wundern, wenn ein Wuffels des öfteren Mal im Anime auftaucht. So, ich bin bislang sehr einfallsreich, aber es erscheint mir einfach das Sinnvollste. Ja? Wasserschulregen einzusetzen. Geh baden! Das war ja echt der Burner, Mitch. Ich habe zwar Spaß gemacht, aber das hat... Aber das hat total verloren. Oder Moment, war es vielleicht andersrum? Irgendwie klang das komisch, was er gesagt hat. So. Prüfung. Zur Prüfungsstätte. Yo, in der Höhle. Wollen wir doch mal in Höhlen krölen? Was gibt's hier? Zubats. Bestimmt, ne? Zubats. Eine mordsmäßige Prüfung. Pika? Tatsächlich. Hey, San, da bist du ja endlich. Dann will ich dir mal erklären, was es mit der Prüfung auf sich hat. 4 Pokémon, die den Arten Miniras und Mediras angehören, lauern im Inneren des Tenkarat-Hügels. Um eine Prüfung zu bestehen, musst du von jedem Einzelnen ein Foto schießen. Hier für dich, das ist ein Pokémon-Sucher. Den brauchst du, um Fotos zu machen. Einfach gegrabt. Okay. Vermutest du, dass sich eines der 4 Pokémon an einer bestimmten Stelle aufhält, dann starte den Pokémon-Sucher und mach ein Foto. Pikachu! Hallo. Mein Pikachu ist ziemlich stark. Es steht deinem Quajutsu in nichts nach und wird dir bei deiner Prüfung bestimmt eine große Hilfe sein. Ich dachte, wenn ich gegen das kämpfen muss, ist der elementar im Vorteil, aber es schließt sich uns an. Er hat sich angehört wie ein Furz eben, oder was ist los? Okay. Ein Pikachu mit Blähungen. Nehme ich zur Kenntnis. Such zuerst nach einem Miniras. Ein Exemplar sollte sich hier ganz in der Nähe verstecken. Das wäre... Die Prüfung beginnt. Mhm. Ach da. In der Nähe ist die Präsenz eines Pokémon zu spüren. Möchtest du den Sucher aktivieren? Ja... Und wie funzt das? Also ich habe schon gehört, dass man so Pokémon Snap-mäßig Pokémon fotografieren kann. Aber das ersetzt kein Pokémon Snap 2. Ja. Per Schiebepad kannst du die Ausrichtung und Kamera ändern. Brrrt. Sieh dir auf diese Weise die Welt um dich herum aus den verschiedensten Winkeln an. Versuch dann im optimalen Augenblick mit der R-Taste oder dem A-Knopf ein Foto davon zu machen. Pro Fotosession kannst du 6-mal auf den Auslöser drücken. Okay. Kann ich auch irgendwie... Zoomen. Das war besser.
Mineras geht vor lauter Aufregung zum Angriff über. Pikachu, los! Donnerblitz! Oder? Ich weiß nicht, was der für ein Typ hat. Das weiß ich nicht. Ich setze mal was anderes ein. Naja, gut. Nachthieb. Gut möglich, dass der halt auch... Ich weiß nicht, ob der Gestein hat. Wir sind halt hier im Gesteinsland. In der Höhle. Eine Herausforderung war es nicht. Das ist ja aber ein echter Schnappschuss. Geglückt. Sorry, ich hatte doch glatt vergessen, dir noch was Wichtiges mitzuteilen. Es kommt schon mal vor, dass ein Pokémon angreift, wenn es fotografiert wird. Das muss nur ein Blitzlicht geben. Mineras ist ein Pokémon vom Typ Drache, zudem ein nicht zu unterschätzender Gegner. Doch kein Grund zur Sorge, mit deinem Quajutsu und meinem Pikachu an deiner Seite solltest du der Herausforderung gewachsen sein. Knipse noch 3 Pokémon und die Prüfung ist bestanden. Dann wünsche ich frohes Gelingen. Seine Mordsprüfung? Fotografiere insgesamt 4 Pokémon. Ob das auch storybedingt öfters mal notwendig sein wird im Hauptspiel? Wir werden es erfahren. Ja, du bist ein schwieriger jetzt. Er geht zum Angriff über. Aber es ist Wumpe. Also wenn ich jetzt 4 Mini-Ras habe, dann ist es auch okay. Typ Drache. Ja gut. Wir sind nicht schlecht beraten mit Nachthieb, deswegen weiter so. Bams. Wobei so ein Eisstrahl natürlich auch noch Knorke wäre. Lieber Quajutsu. Du hast 2 Pokémon fotografiert. Das war offenbar noch nicht das letzte Pokémon, das du fotografieren kannst. In dieser Höhle oder in diesem... Ups. In diesem Loch, wo ich eben war. Jetzt bin ich da schon runtergejumpt. Ich glaube nicht, dass es Sinn und Zweck war. Gerade mal zurückdackeln. Ah, hier so. Nee, doch nicht. Doch. Oh, das hört sich ja krass an. Der Pokémon-Sucher. Zieht mir momentan noch nicht ganz die Latschen aus. Mal sehen, wie es bei diesem Pocket-Monster wird. Das ist ein Midiras. Nicht zu verwechseln mit Miditalis, aber offensichtlich auch die Weiterentwicklung von Miniras. Naheliegend. Leveltechnisch auch ein bisschen höher. Die anderen waren 27, glaube ich, habe ich gesehen. Und er auf 30, also vielleicht ein Two-Hit-Kill. Hm? Oh. Das ist wiederum nicht effektiv. Das heißt, er hat noch einen Typ dazu gewonnen. Aber was für einen. Wenn der Typ Drache ist, dann bringt Wasser nicht so viel. Es sei denn... Ich weiß es nicht. Besser. Aeroas. Das musst du mir nachsehen bei den ganz neuen Pokémon, dass ich da die Elemente nicht weiß. 3 Pokémon fotografiert. Und der letzte... Raus! Vielleicht die Endstufe. Vielleicht die Endstufe. Hier ist nichts mehr. Sieht nicht danach aus. Krasse Mucke hier. Hui, sieht doch schön aus, ne? Ich denke, dass wir da im nächsten Part weitermachen, aber ich will nur 2 Parts deichseln, wenn das passt. Bis zum nächsten Part. Heute noch und... Dann danke fürs Ansehen, Daumen, wenn es gefallen hat. Bis dann und ciao!